2004 trat in der Schweiz das Eidgenössische Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft, auch bekannt als BEHIG. Laut BEHIG muss der öffentliche Raum so gestaltet werden, dass ihn auch Menschen mit Behinderung selbstständig nutzen können, also ohne die Hilfe anderer Personen. Das betrifft auch den öffentlichen Verkehr. Was bedeutet das für die Stadt Bern? Die meisten Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs sind bereits niederflurig. Das heißt, sie haben einen tieferen Einstiegsbereich. Die letzten älteren Trams werden in den nächsten Jahren ersetzt. Damit erfüllt die Fahrzeugflotte die Voraussetzungen für eine hindernisfreie Benutzung. Die über 300 Haltestellen hingegen sind noch nicht ganz so weit. Sie müssen von der Stadt Bern, wenn immer möglich, so umgebaut werden, dass sie für alle Menschen autonom, also ohne fremde Unterstützung, nutzbar sind. Wie ist die aktuelle Situation an den Haltestellen? Zwischen der Haltestelle und der Tram- oder Bustüre müssen heute ein Höhenunterschied und eine Lücke von mehreren Zentimetern überwunden werden. Menschen im Rollstuhl sind deshalb auf die Unterstützung des Fahrpersonals angewiesen, um ins Fahrzeug zu gelangen. Für Menschen mit schwerem Gepäck, Kinderwagen oder Rollator ist der Zugang ebenfalls erschwert. Das soll sich ändern. Was wird bei den Haltestellen umgebaut? Die Haltekanten der Bus- und Tramhaltestellen werden erhöht und abgerundet, damit sie künftig auf gleicher Höhe wie die Einstiegsbereiche der Fahrzeuge liegen. Eine Erhöhung der Haltekante bringt immer bauliche Anpassungen am gesamten Haltestellenbereich mit sich. Beispielsweise muss sichergestellt werden, dass Menschen im Rollstuhl genügend Platz zum Manövrieren haben. Damit sich auch Menschen mit Sehbehinderung orientieren können, werden alle Haltestellen einheitlich ausgestattet und die Fahrgastinformation wird neu auch akustisch abrufbar sein. Zusätzlich werden die taktil-visuellen Markierungen angepasst und die Kontraste erhöht, um Infrastruktur, Einstiegsposition und mögliche Hindernisse erkennbar zu machen. Und schließlich müssen bei der Sanierung lokale Gegebenheiten berücksichtigt werden, wie Denkmalschutz, Vegetation, Verkehrssicherheit und die Bedürfnisse anderer Verkehrsteilnehmer, etwa der Velofahrerinnen und Velofahrer. Aus all diesen Gründen muss jede Haltestellensanierung individuell betrachtet und geplant werden. Was sind die nächsten Schritte? Die Stadt Bern setzt die BEHIG-Vorgaben bereits um. An ausgewählten Pilothaltestellen sowie bei Neubau- und Sanierungsprojekten. In den kommenden Jahren sollen nun die übrigen Haltestellen der Stadt überprüft und hindernisfrei ausgestaltet werden. Davon profitieren nicht nur geh- und sehbehinderte Menschen, sondern alle: Familien mit Kinderwagen, Reisende mit Gepäck und ältere Menschen. Die neuen Haltestellen sind für alle da, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. So wird Bern hindernisfrei.